Guten Abend, es ist Sonntag, der 5. Februar 2017. Es meldet sich Berlin, es meldet sich Admiral Markets. Jens Scharnowski ist mein Name. Ich grüße Sie. Mir gehören die ersten 1, 2, 3 Minuten der Einführung. Ich darf Ihnen die Proforma-Dinge erzählen, bevor dann gleich unser Daytrader Jochen Schmidt übernimmt. Diese Webinarreihe findet alle 2 Wochen Sonntagabend statt. Die Marktvorbereitung auf die neue Handelswoche. Schönen guten Abend in die Runde. Bevor wir loslegen können, natürlich immer zu Beginn Risikohinweis. Es geht bei Admiral Markets immer um Forex und CFDs. Das sind Hebelprodukte. Bei allen Hebelprodukten ist es identisch. Der Hebeleffekt multipliziert Ihre Gewinnmöglichkeiten. Leider aber auch, wenn Sie auf der falschen Seite vom Markt sind, Ihre Strategie nicht aufgeht, die möglichen Verluste. Ist deswegen nicht für jeden geeignet. Bevor Sie mit echtem Geld loslegen, starten Sie am besten mit einem Demokonto und machen sich im Demo-Modus mit dem Trading, dem Hebeleffekt und Ihrem persönlichen Risikomanagement ausreichend vertraut. Und wenn Sie sich nach einiger Zeit sicher fühlen, gerne mit echtem Geld weiter traden. Admiral Markets richtet sich immer an den selbstentscheidenden Anleger, international Execution Only genannt. Also bitte nichts, was Sie bei uns sehen und hören, als Anlageberatung missverstehen wollen, gibt es bei uns nie. Wir wagen Marktblicke, wir screenen die Märkte, wir entwickeln Trading-Ideen, wir können Ihre persönliche Lage dabei aber nie berücksichtigen. Also bitte nichts als Empfehlung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen missverstehen wollen. Den kompletten Warnhinweis zum Nachlesen, wenn Sie möchten, finden Sie auf unserer Webseite hier unten rechts als blauer Link auch hinterlegt. Und natürlich ist Wissen wichtig zu wissen, wie der Hauptmoderator aussieht. Deswegen auch ein Bild von ihm, unser Jochen Schmidt. Wir machen die Webinare für Sie. Wenn Sie Fragen haben, wenn Sie Wunschmärkte haben, wenn Sie etwas genauer erläutert bekommen möchten, wenn Sie etwas nicht verstanden haben, bitte live im Webinar tippen Sie mit Ihrer Tastatur Ihr Anliegen. Sprechen dürfen immer nur die Moderatoren, weil wir immer 200, 300, 400 Teilnehmer haben. Da wird es mit Hintergrundgeräuschen zu störend sein. Also Sie tippen bitte, um sich aktiv zu beteiligen. Und wenn es für ein Thema ist, lesen wir es laut vor und kriegen live im Webinar die Antwort. Reden ist nämlich Gold. Wir haben etwas zu sagen. Über 10 Live-Webinare Woche für Woche, ab und zu mit ein paar Specials abgerundet, wie jetzt kommenden Donnerstag um 19 Uhr. Das zweite Mal, dass Giovanni Ciccivelli für uns ein Webinar macht, ist vielleicht vielen bekannt. Der Giovanni Ciccivelli, einer der bekanntesten Daytrader Deutschlands. Wir freuen uns, dass er kommenden Donnerstag das zweite Webinar, wie gesagt, für uns macht. Finden Sie alles über den eingeblendeten Link, wenn Sie sich anmelden möchten. Alle Webinare kostenfrei. Melden Sie sich an und Sie sind dann gerne live dabei. Ja. Wir haben schon im Jahr 2017 einige Preise gewonnen. Zuletzt Focus Money hat gesagt, wir sind der fairste CFD-Broker 2017 in Deutschland. Wenn Sie es nachlesen möchten, Focus Money, ich glaube die Ausgabe 04/2017. Und schon mal vorab, morgen wird bekannt gegeben, wer bei onlinebrokerportal.de den ersten Platz gemacht hat. Der erste Platz wurde vorab informiert. Augenzwinkern. Morgen auf der Webseite werden Sie es finden. Also auch da, wie 2016 und 2015 schon, ein Platz für uns. Und einige Gründe, warum es wohl so ist, sehen Sie eingeblendet. Ja, und wenn Sie mal 1:1 sprechen möchten, Montag bis Freitag, 9 bis 18 Uhr, ist der Berliner Kundenservice in der eingeblendeten Nummer erreichbar. Oder E-Mail, YouTube-Kanal, auch immer noch kurz erwähnt. Fast alle Webinare als Aufzeichnung wenig später dort zu finden. Und natürlich liebe ich Sneak Previews. Schauen Sie mal, ob Sie erkennen, was ich schon mal ankündigen darf. Wie immer, Neuigkeiten werden erst von den Mitarbeitern, Family und Friends Beta-Phase getestet. Wir werden in ganz, ganz wenigen Tagen, Mitte Februar, endlich deutsche Aktien-CFDs mit dazu bekommen, mit extrem geilen Spreads, extrem geilen Konditionen. Es sind erstmal einige, alle Aktien, die im Euro-Stoxx vertreten sind, aber zum Beispiel Deutsche Bank oder Allianz oder Deutsche Telekom zu extrem tollen Spreads und Konditionen, wenn Sie denn möchten. Der Hebel wird fix sein, 10er-Hebel. Ja, wenn Sie dazu Fragen haben, gerne vorab. Ansonsten Mitte Februar geht's los, noch als Mitarbeiter. Beta-Testphase, aber Sie dürfen sich darauf freuen. In wenigen Tagen geht es los. So, und das war es von mir. Genug von den Sneak Previews. Hallo, Jochen Schmidt, du hast das Wort, du hast den Bildschirm, dein Blick auf die Märkte. Ja, guten Abend Jens, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Traderinnen, liebe Trader. Sonntagabend, wir machen Marktanalyse, Marktvorbereitung auf die nächste Handelswoche. Und ich sehe auch einige Wunschmärkte sind auch schon angegangen. Jens koordiniert das für mich. Und ich würde vorschlagen, wir fangen traditionell an mit dem DAX. Ja, hier per CFD, Sie sehen es auf meinem Bildschirm, auf dem Tageschart. Für diejenigen unter Ihnen, die ganz neu dabei sind, ich mache hier eine markttechnische Analyse. Ich betone extra, ich mache keine Prognose. Wir machen auch keine Wahrsagerei. Also es ist eine Analyse. Aber anders gesagt, wir wollen schauen, in welchem Zustand der Markt ist hinsichtlich eines bestehenden Trendes
und daraus Ideen entwickeln. Nochmal, der Markt macht, was er will. Ich kann so viel analysieren, wie ich möchte. Ich kann Ihnen auch Kauf- oder Verkaufempfehlungen geben, sage ich mal, damit der eine oder andere dann begeistert ist. Aber ganz ehrlich, es macht keinen Sinn, weil der Markt ein sich ständig veränderndes Gebilde ist. Und somit empfinde ich Empfehlungen als sehr, sehr unpassend in diesem Geschäft. Vor allem, wodurch die meisten, die wahrscheinlich zuhören, eher im kurzfristigen Bereich unterwegs sein werden. Ich check nur ganz kurz hier die Stiftfarbe. Übrigens, Jens, Kompliment, was diese Aktien angeht. Das finde ich jetzt auch super interessant. Vielleicht können wir da mal im Live-Trading-Webinar am Dienstag so die eine oder andere Aktie handeln. Das wäre auch mal klasse. Also wirklich top, was ihr da macht. Okay, wir sind im DAX und wir sehen es ja auf dem Tageschart. Wir sehen einen Aufwärtstrend. Ja, also ich mache mal den großen hier untergeordnet, den da. Schön weitende Bewegung. Es kam jetzt diese Korrektur herunter und man hat es auch in der Berichterstattung bemerkt, also überall waren Warnhinweise zu hören, wenn der Markt unter die Tiefs fällt oder sprich, dass so ein Ausbruch nur ein Fehlausbruch sei und der Markt dann zurückkommt, dann machen wir sogar richtig abschmiert. Ich habe das auch im Hinterkopf gehabt als Szenario, meinte aber auch, die Gefahr besteht, dass der Markt eventuell in der Seite hin und her macht. Ganz interessant an der Stelle, wenn man nachher den amerikanischen Markt anguckt, das Pardon, der Dow Jones mehr oder weniger, zum DAX, der sieht ganz anders aus wie der DAX. Und ich finde das auch wieder interessant für alle Leute, die gerne nach Korrelationen schauen. Märkte koppeln sich ab. Also es ist nicht unbedingt so, dass ein Markt genauso aussehen muss wie der andere. Natürlich muss man hier berücksichtigen, es gibt ja auch Handelszeiten, wo der DAX schon geschlossen hat, hat der Dow jetzt am Wochenende doch noch schön nach oben gezogen. Und vielleicht macht der DAX das ja auch morgen per Lücke oder wie auch immer. Also wir stellen fest, wir haben einen intakten Aufwärtstrend hier drin. Was also runterkommt, ist im Moment nur die Korrektur. Der Trend bleibt intakt. Das deutliche Tief, kleinere Tief ist hier ebenfalls unberührt. Und hier baldowert der Markt geradeaus, ob er die Trendbewegung nochmal nach oben aufnimmt. So. Wer also long gehen möchte, macht fachlich definitiv nichts falsch. Man muss allerdings wie immer genau hinschauen, wie die Kurse sich dann je nach ihrer gewählten Zeiteinheit oder Haltedauer sich aufbauen. Wichtig, hier ist wirklich ein Punkt, das nochmal Long-Szenario ist alles da. Ja. Im Moment sind wir allerdings hier im Innenstabbereich, das heißt, es kann hin und her gehen, es kann frustig werden. Und vor allem, wenn das Tief hier unten, also liegt ungefähr auf einer Ebene mit all den anderen Tiefs hier drüben links, ungefähr so bei der 11.500, der Markt sollte wirklich möglichst nicht darunter kommen. Wenn er das macht, hätten wir nämlich einen Abwärtstrend drin, der meines Erachtens bestimmt zumindest kurzfristige Bewegungen nach Süden einleiten könnte. Ja, solange also der Markt sich über diesem Tief bewegt, ist eine große Wahrscheinlichkeit da, dass der nach oben ausbricht, nochmal in Richtung des letzten Hochs oder sogar darüber. In Ordnung, ich gehe zu dir, Jens. Ja, also bis Mitte Februar dauert es noch, bis die Aktien-CFDs kommen, aber sie kommen sehr, sehr bald. Und ja, viele, viele haben schon zurückgemeldet, sie freuen sich. Ich freue mich auch, weil die Konditionen wirklich auch wieder führend sein werden. Und dann können wir natürlich auch, wenn es soweit losgeht, wenn es soweit ist, dann auch diese Werte besprechen. Der erste Wunschmarkt für heute Abend ist Euro-US-Dollar von unseren Teilnehmern. Jawohl. Moment, muss ich kurz gucken, hier ist er, ja. Ich habe ihn vorhin extra nochmal angeguckt. Aber letzte Woche, ich habe Euro-US-Dollar, DAX waren so die Märkte, in denen ich hauptsächlich unterwegs war. Und Euro-US-Dollar ist, ja, relativ, ist ein bisschen hart zu handeln. Jetzt nicht, weil ich da kein besonders glückliches Händchen habe, wobei ich zur FOMC-Sitzung gut mitgehen konnte im Euro-US-Dollar, sondern die Schwankungen sind halt extrem, vor allem jetzt auf den kleineren Zeiteinheiten. Vom ganz großen Bild kommend, ihr wisst, ich mache das ja gern, ja, also großer Abwärtstrend ist auch immer noch intakt hier. Man sieht es, er ist intakt, heftige Korrekturphasen, die also nach oben ziehen. Viele technische Analysten würden hier auch eine Art M sehen. Das ist eine klassische Short-Fortsetzungsformation. Die meisten von Ihnen wissen, technische Analyse ist auch ein Part, den ich gerne mache, aber ich verurteile es halt immer oder verfeinere es mit der Markttechnik. Sehe aber auch, nochmal, wir haben einen intakten Abwärtstrend hier drin, immer noch intakt. Was also hier hochkommt und das sehr, sehr schwankend, aber intraday mit wirklich guten Bewegungen, ist also im Moment nur die Korrektur. Und somit besteht die Chance oder das Risiko, je nachdem, wie man sich in dem Markt aufstellt, dass der Markt nochmal nach Süden abkippen könnte in Richtung der letzten Tiefs oder des letzten Tiefs hier unten. Das ist das Bild vom ganz, ganz großen Standpunkt aus betrachtet. Wenn wir jetzt näher rangehen, erkennen wir das, was ja viele, sage ich mal, die mit der Markttechnik anfangen oder generell mit dem Trading anfangen, oft nicht bemerken. Man hat zwar eine übergeordnet relativ einfach zu erkennende Lage, allerdings untergeordnet hast du hier einen Aufwärtstrend drin. Das heißt, die Trendgrößen stimmen schon mal nicht überein und dieser Aufwärtstrend
ist meines Erachtens immer noch korrektiver Natur und wird auch darin bestätigt, dass wir immer heftige Abverkäufe haben. Ja. Also man sieht es hier, es kommen kräftige Abverkäufe rein. Allerdings viele Leute sagen, ja, mach doch nichts, schau mal, ich habe doch hier so einen schönen Trendkanal, jetzt mal hier ganz salopp gezeichnet, hier freihand. Und solange der Trendkanal intakt bleibt, gehe ich hier long. Ist kein Fehler. Es ist definitiv ein intakter Aufwärtstrend hier untergeordnet drin. Idealerweise, sage ich mal, läuft der noch bis zu 1,08, 7,2, 1,09 so in den Dreh. Dann würde es mich aber wirklich extrem interessieren, was er macht. Also wenn der Markt überschießt und sich hält, könnte die Reise weitergehen. Also diejenigen, die es intensiv beobachten, auch Intraday, haben bestimmt bemerkt, dass die letzten beiden Wochen DAX und Euro-US-Dollar sehr korrelierend verlaufen und dass da wirklich Wahnsinnsbewegungen drin sind, vor allem im Euro-US-Dollar. Wenn das anhält, könnte es ein Zeichen sein, dass so Art Gelder umgeschichtet werden. Also mir fällt es halt sehr positiv auf. Ja. Wichtig auch hier wiederum, die letzten Tiefs. Entweder das bei den 1.07 oder das darunter, was eigentlich fast aussagekräftiger wäre, ungefähr bei der 1.06, das sind genauso 100 Pips. Schritte hier drin, was die Tiefs angeht. Ja. Also der Markt sollte möglichst nicht unter diese fallen. Aber wenn der radikal nach unten kommt, könnte ich mir vorstellen, dass dieses Aufwärtstrendline nochmal zumindest kurz angebrochen wird oder vielleicht sogar nochmal abgelöst durch eine Abwärtsbewegung. Kurz entschlossene Trader könnten durchaus versuchen, in Richtung der Hochs nochmal zu gehen, wenn sie untergeordnete Signale finden. Das prüfen wir kurz ab. Also Sonntagabends gehe ich maximal bis zum Stundenchart runter. Das macht keinen Sinn, die Märkte haben gerade geschlossen, jetzt hier einen 5-Minuten-Chart oder so anzuschauen. Und was wir hier halt entdecken, auch ganz interessant, sehr, sehr steile, ne? Anstiege, wenn du da drin bist, bist du König. So, dann kommen Abwärtstrends, hui, die werden wieder abgelöst durch einen Aufwärtstrend. Eieiei, dann kommt wieder ein Abwärtstrend. Ach Gott, jetzt schießt das Ding hoch. Im Moment sind wir zum Beispiel auf der Stunde hier, wenn man es genau nimmt, Trend los. Also der Markt ist nicht einfach zu handeln, wenn man jetzt richtig schön mit Lineal und Lupe versucht, die Trends und so Markttechnik 1, 2, 3, wo gehe ich denn rein? Das ist ja sehr, sehr schwierig und ich kriege auf Facebook relativ viel Feedback von Tradern oder auch von Anfängern und die beschreiben das, dass sie im Euro-US-Dollar gerade eine schwere Zeit haben. Und ich sage, ja, ist nicht verwunderlich, der Trend ist extrem schwankend, wird er oft gebrochen und mit den Zeiteinheiten alleine kommt man nicht so richtig weiter. Also ich würde ja einfach gucken, wenn der Markt über dieses Hoch geht, bei den 1.08, um den Dreh und sich hält, ja, könnte die Reise, wie wir es gerade eben angesprochen haben, weitergehen. Wenn der Markt keinen Trend ausbildet, sondern die Seite läuft, lass die Finger raus. Ja. Wenn der Abwärtstrend-Eigenschaften ausbildet, weil er mal kurz die Tiefs unterschreitet, Vorsicht, in so einem Marktumfeld machen die Märkte gern Spikes. Ja. Da kriegt das dann voll zwischen die Ohren, wenn er unten Short einsteigt und so. Also ich würde hier eher abwarten, dass man ein gescheites Long-Signal bekommen in Form eines Trendes. Und erst dann aktiv werden, wäre jetzt so mein Tipp an alle, die im Euro-US-Dollar long unterwegs sein wollten. Okay, zurück zu dir, Jens. Dann, ganz stark gewünscht, Gold bitte, der nächste Wunschmarkt. Ja. Ja, auch hier ist ja viel los, viel gebacken, was die Berichterstattung angeht. Die meisten wissen es, ich gucke ja immer gerne die Berichterstattung ab, um dann so ein bisschen, manchmal auch die Augenbrauen hochzuziehen. Nicht aus Überheblichkeit, ganz bestimmt nicht, sondern weil ich weiß, viele Anfänger, ich einst auch, sind extrem geprägt durch die mediale Aufarbeitung von bestimmten Märkten. Und ich sage halt immer wieder dazu, nie vergessen, wenn man Trader ist, man kann ja seine Lieblingsmärkte haben, das ist schon okay, ich habe sie nicht. Ich gucke einfach nach Märkten, wo ich mich einfach tun kann, im Sinne meiner Analyse, im Sinne meiner Handelstechnik. Und Gold ist schon ein heftiger Markt, also das muss man ganz klar sagen. Wir haben rein von der Analyse einen Abwärtstrend. Es ist ein Abwärtstrend, wir können so viel reden, wie wir wollen. Und im Moment ist es auch noch ein Abwärtstrend für mich. Was hier im Moment läuft, ist nur eine Korrektur, die allerdings jetzt untergeordnet auf dem Tageschart genau etwas gemacht hat, was wir angesprochen hatten, ich glaube im letzten Live-Trading-Webinar. Ich sagte vorsichtig, also das hier war für mich eine sehr gute Ausgangslage, dieser Abwärtstrend auf dem Tag, dass ich sagte, wenn der nochmal hochkommt, könnte man versuchen, den in Richtung des großen Abwärtstrendes zu traden. Habe aber erst genau hingeguckt, wollte sehen, was der Markt macht. Und als er extrem hochgezogen ist, war mir klar, oh, hier stimmt was nicht mit Short gehen, habe komplett die Finger rausgenommen und meinte ja, Achtung, wenn der Markt es schafft, über diese Kante zu kommen, das ist exakt bei der 1220 hier. Generell, wir sind im Bereich um die 1200 rum, plus 10 Dollar hin und her, sage ich ja immer, wo es sehr schwanken kann. Jedenfalls, wenn er es schafft, hier rüber zu kommen und auch zu schließen, und das ist das Interessante, schaut mal, also an dem Tag, ich glaube, es war sogar noch am Donnerstagmorgen, also ich meinte, Ausbruchshändler liegen genau hier auf der Lauer und gehen dann aber sofort aus dem Markt, wenn der überschießt, über diesen Punkt 2.
viele von Ihnen, die das große Buch der Markttechnik von Michael Vogt kennen und gelesen haben, sagen ja, ne, 1, 2, 3, Trend, hier muss ich einsteigen und das ist eine riesengroße Gefahr. Nochmal auch Seminarprogramm bei mir, in Mann, wann nimmt man denn so einen Punkt 2 und wann nimmt man ihn definitiv nicht. So einen würde ich nicht nehmen wollen, also beim ersten Mal hier long zu gehen, aber man sieht das Überschießen, ja, so Ausbruchshändler da und zack, weg. Und der Markt kippt wieder ab und jetzt kommt der aber wieder. Und das ist genau die Stelle, sag ich mal, an der es interessant werden kann. Nicht im Sinn, dass man jetzt, dass ich jetzt hier reintrade wie ein Irrer, das würde ich nicht machen, sondern ich will wirklich sehen, was macht der Markt exakt auf der Kante. Wenn der anfängt, wieder Spirenzchen zu machen und abzukippen, könnte es ein kleines Trauerspielchen geben, wo es hin und her läuft, würde ich die Finger raushalten. Wenn der Markt schießt, sei es per Lücke oder wie auch immer, oder schöne Bewegung nach oben und sich hält, würde ich die Korrektur abwarten, zurück zur Ausbruchskante und dann versuchen, diesen untergeordneten Aufwärtstrend kurz, maximal mittelfristig mit nach oben nehmen zu wollen, in Richtung der 12,45 oder ein bisschen darüber. Nochmal, ich nenne ja selten jetzt Zahlen als Zielbereiche, der Markt macht, was er will. Ich sage es nochmal, ich weiß nicht, wie der Trend sich aufbaut, deswegen gibt es verschiedene Stopptechniken oder Gewinnsicherungstechniken, aber die 12,45 ist so ein Bereich, ich sage euch gleich warum, wo ich doch dann etwas genauer drauf schauen möchte. Moment, so sieht man es besser, hat einfach damit zu tun. Ich sage immer so gern, schau mal nach links, ne, so in diese Bereiche hier hinein. Also wenn der Markt sich da hochschraubt in diese Regionen, kommen wir halt in den Bereich an, wo der Abwärtstrend zum ersten Mal so richtig deutlich wurde. Und da kann es passieren, dass du nochmal Gegenfeuer bekommst. Ja. Wäre jetzt so meine Sicht auf Gold. Sorry. Und auch die anderen Edelmetalle, Silber und Platin, sind heute gewünscht. Starten wir mit Silber, danach Platin. Ja. Genau. Und wie wir so feststellen, Silber hat die schöneren Ausbildungen oder klarere Ausbildungen als Gold. Ist hier auf dem Tageschart sieht man, glaube ich, viel einfacher, ne? Ein wirklich schöner Absatztrend die ganze Zeit. Und der ist hier zum ersten Mal raus, also ist gebrochen. Man kann jetzt streiten, dass man sagt, na, eher dieses Hoch da oben, da wäre jetzt ich eher derjenige, der sagt, na, gucken wir doch mal eher, was das höchste Hoch da oben macht. Aber hier ist definitiv ein Trendbruch drin. Untergeordnet haben wir sogar einen Aufwärtstrend. Ja. Von der Ausbildung her ist das für mich jetzt nicht der Aufwärtstrend, wo ich sage, für alle Zeiten long. Wenn der Markt so laufen sollte, schön, wer dann eingestiegen ist. Für mich ist die Geschichte hier für längerfristige Sachen kein Signal. Für aber einen kurz- bis mittelfristigen Handel durchaus. Ja. So, gucken wir uns an, also einen Aufwärtstrend haben wir, den sehen wir. Ich gehe mal kurz runter auf die Stunde. Und wer jetzt sauber traden möchte, ja, der sieht halt hier, hurra, klasse, Aufwärtstrend und jetzt wird es extrem schwankend. Schaut euch das an, doing, doing, doing. Jetzt geht er nochmal hoch, alle freuen sich und hier wird der Trend gebrochen. Also Stunde haben wir einen Trendbruch erstmal gesehen. So, was macht der Markt wiederum? Er kippt nochmal ab und jetzt ja, zieht er wieder hoch. Also sprich, der Aufwärtstrend ist gebrochen, der Abwärtstrend, der runterkam, ist gebrochen, Aufwärtstrend ist noch nicht da, Abwärtstrend ist auch nicht da, wir sind trendlos an der Stelle. Also ich mache in diesem Moment nichts mehr. Ja, ganz klar. Also die Stunde ist für mich die Großwetterlage. Andere Trader haben vielleicht den Tageschart, den sie nutzen, um einzusteigen oder Signale zu finden. Für mich ist das eine Trendlosigkeit, wo ich, sage ich mal, generell die Finger rauslasse. Ich habe einfach gelernt, dass in diesen Zeiten es manchmal sehr frustig sein kann zu traden. Wenn der Markt weiterzieht und Klarheit ausbildet, ja, in Form von Trends, bin ich wieder dabei. Aber im Moment, ganz offen, ist Trendlosigkeit. Manche würden auch sagen, schau mal, sich eröffnendes Dreieck, sind klassische Wendeformationen aus der technischen Analyse. Ich betone immer wieder, heißt noch lange nicht, dass der Markt jetzt abkippen muss, nur weil wir ein Megafon oder ein sich eröffnendes Dreieck sehen. Ja, deswegen muss man genau hinschauen. Aber hier ist Trendlosigkeit, meines Erachtens. Und das ist ein Minenfeld. Da muss man aufpassen. Zwischenfrage, okay. Eines Teilnehmers. Was bedeutet langfristiges Signal für Sie? Und können Sie ein Beispiel geben? Ja, also ist ja so, wenn jemand auf dem Tageschart handelt, also ich betone handelt, dann wird er ja auch Signale suchen wollen, ja, egal nach welcher Handelsstrategie er vorgeht. Und wenn er auf dem Tageschart entsprechend handelt, hat er auch eine Haltedauer, die mit mehreren Tagen einhergeht oder sogar Wochen. Somit ist die Signalausbildung nicht anders als auf dem 1-Minuten-Chart, aber seine Haltedauer und seine Stop-Abstände sind entsprechend anders. Also sprich, wenn ich sage, ein langfristiges Signal, dann meine ich damit eigentlich ein Signal, was sich auf dem Tageschart ergibt. Manche Trader gehen zum Beispiel her und sagen, hey, du hast einen Abwärtstrend, was hochkommt, ist eine Korrektur und genau an der Stelle möchte ich einen Umkehrstab sehen. Ne? Achtung, schauen wir uns mal aus der Nähe an, was an der Stelle passiert ist. Schaut mal,
Da habt ihr die Umkehrstäbe. Das ist ein klassisches Signal für Tagescharthändler. Die sagen, ja, da läuft eine Stelle ran, wunderbar, kommt eine Umkehrtrend, kann fortgesetzt werden. Wumps, und runter sind wir. Bitte nicht missverstehen. Ist jetzt kein hinterher, schaut mal, wenn er da eingestiegen wird und da raus, dann hätte er jetzt viel Geld verdient. So meine ich das nicht. Sondern die Signalsuche, sag ich mal, ist, wenn man auf dem Tageschart ist, für, aus meiner Sicht immer eine längerfristige Geschichte, weil ich handle auf der Minute oder 5 Minuten. Ja? Ist ja klar, also ich habe eine Haltedauer von 10 bis 20 Minuten, manchmal auch eine Stunde oder zwei, und suche deshalb ja als Signale auf dem Stundenchart bis runter zu einer Minute. Also wenn einer auf dem Tageschart unterwegs ist, ist es aus meiner Sicht schon etwas längerfristig. Ja. Ich weiß, der eine oder andere Swing-Trader, der jetzt dabei ist, der muss da grinsen, weil unter Längerfristigkeit verstehen halt die Leute oftmals auch, was weiß ich, einen Monat oder anderthalb Monate. Bei mir ist das eine längerfristige Geschichte, wenn man auf dem Tageschart unterwegs ist. Danke für die Frage. Ich vergesse das manchmal. Ja, dass die Leute es unterschiedlich empfinden, als ich es jetzt. Okay, zurück zu dir, Jens. Dann zu Platin, bitte. Und natürlich handle ich Silber definitiv nicht im Minutenchart, wie gerade jemand fragt, nein. Ich handle Silber und Gold und Platin oder was weiß ich maximal. Und also beim M15 fange ich an oder M10, je nachdem, wie ich es einblende. Aber auf dem Minutenchart handle ich Silber nicht. Gruß an den Christian, er kann sich beruhigen. Ich sage es auch immer wieder dazu in den Live-Trading-Webinaren. Jens, sorry, sag's mal nochmal ganz kurz, der nächste Markt. Willkommen zu Platin, bitte. Platin, okay. Wusste ich doch. Ich muss es noch kurz laden. Wo ist es? Da ist es, okay. Gut. Machen wir hier aufs große Bild. Ja, auf die Woche am allerbesten. Ein bisschen viel Historie rein. Schadet nie, ja. Also wir sehen, großer Abwärtstrend hier, ja. So, kommt runter, macht auch hier wieder einen Abwärtstrend rein, will aber nicht so richtig weiterziehen. Okay, also wir merken, klar ist es nicht ganz, wir hatten erst einen schönen Aufwärtstrend, hätte man sagen können, hurra, jetzt muss der Markt nur noch steigen. Und wer das hier sich mal so beispielhaft anschaut, ne, vergleicht es mal, die Nachrichten oft genug, wenn dann sowas zu sehen ist, ja, jetzt müsst ihr einsteigen in Platin und ja, und was passiert das da? Also ich sage immer nur wieder, man muss mit den Trends arbeiten, genau hingucken und das geht nur, indem man sich nicht eingräbt auf dem 5-Minuten-Chart, sondern man muss auch die höheren Zeiteinheiten anschauen. Also ich erkenne hier Folgendes, auf dem Tageschart haben wir definitiv einen Abwärtstrend und der ist nach wie vor intakt. Auch wenn wir hier einen Aufwärtstrend haben, letztes Korrekturhoch unberührt, ja, die Ausformung dieses Aufwärtstrends ist ganz nett, aber für mich noch definitiv keine Ablöse. Erst wenn der rüber ist, dann kann man mal drüber weiterreden. Wer hier, sag ich mal, sich eher verortet fühlt und sagt, ah ja, ich möchte long gehen bei dem Markt, weil ich habe hier zum Beispiel einen Aufwärtstrend, ist ja da, der macht bestimmt nichts falsch, wird aber wirklich darauf achten, was der Markt macht, wenn wir an das Hoch herankommen. Das liegt so bei der 1028, um den Dreh müsste es hier liegen. Wartet, ich messe mal nach. So, wo liegt das letzte Hoch? Die 1021. Übrigens ganz interessant an der Stelle, ne? Also hier liegt ein Hoch und ganz weit links liegt auch so ein Hoch. Immer an gleichen Preislevel. Hochinteressant, gell? Wie kommt sowas zustande? Zum Beispiel auch Seminarprogramm. Wie kommt sowas zustande? Deswegen achtet man auf solche Stellen im Trading. Also nochmal, wer long gehen will, okay, von mir aus, ich würde es nicht mehr machen. Also mir ist es hier zu nah beieinander und irgendwie nicht schön ausgeformt. Ich kann uns nicht mal richtig erklären, weshalb. Aber der Markt hat durchaus Chancen, an das Hoch heranzulaufen oder vielleicht darüber zu gehen. Und dann wird es wichtig, was man macht. Also wenn der nochmal abkippt, richtig nach unten, würde ich eben die ganz einfache Methode machen, entweder die Zwischentiefs oder das richtige letzte Tief heranziehen, um zu sagen, ist der Trend intakt oder nicht. Wenn der Markt runterrutscht, okay, dann war es das mit dem Aufwärtstrend und wir sehen vielleicht nochmal eine Bewegung runter. Ganz ehrlich, wenn ich den Markt so anschaue, und das ist auch ein Erfahrungswert, es kann gut passieren, der schießt nochmal und macht aber dann wirklich keine eindeutige Bewegungen, damit Trends wiederum entstehen oder Trendwechsel in den Markt kommt. Hier ist die Gefahr da, dass der eben sehr, sehr schwankend in die Seite reinläuft. Ja. Also ich beobachte sowas oft, wenn sich ein Markt so aufbaut. Deswegen, mich würde es nicht wundern, wenn es so kommt. Ob es so kommt, nochmal, ich weiß es nie im Voraus. Aber hier ist mit Long, ist alles okay. Wer Short gehen will, hier an der Stelle, aber sagt, na, lass das Ding mal kommen, gehe ich mal Short, muss halt eines wissen, wieder eine Korrektur handeln, okay, wenn er das braucht, sowas machen. Trend für Short im Moment nicht da. Ja, also Vorsicht. Manchmal an solchen Stellen kommt der Markt an und wird dann mit Kraft nach unten gedrückt. Solche Einstiege sind deshalb schon okay für versiertere oder erfahrene Trader. Aber in dem Moment, ich bitte jedes Mal darum, das Risiko muss begrenzt werden, wenn man so versucht, in den Markt reinzugehen.
Also nicht ohne Stop-Loss Short gehen an der Stelle und sich dann wundern, dass der Markt sich vielleicht aufbaut. Ja. Wäre so ein kleiner Hinweis von mir. Okay, Jens, zu dir. Dann kommen wir zum Dow Jones, bitte. Und bevor wir den Markt analysieren, eine allgemeine Frage. Wie ist Ihre Meinung zu Lockerung der Banken in den USA, den Plänen von Donald Trump, viele Regulierungsvorschriften aufzuheben? Kann das den Dow wieder nach oben explodieren lassen, wie immer? Oder könnte sich auch eine Panik einstellen in Bezug auf Lehman und so weiter? Was ist deine Meinung? Also die Frage begrüße ich sehr und zwar der Anfang der Frage, der Rest der Frage interessiert mich nicht, aber ich beantworte es dennoch. Also ja, seit gestern muss ich sagen, sehe ich den Herrn Trump ein bisschen anders, weil wenn mich eines anbläht, die letzten 5 Jahre ist, dass der Eigenhandel der Banken nahezu erstickt worden ist. Ja. Also ihr habt Bilder aus dem Jahr 2008, da sitzen in der Halle ungefähr 1000 Trader und im Jahr 2016 sitzen in der gleichen Halle noch 5. Und das sehen wir jeden Tag auf der Kursstellung. Der Dow Jones ist eine absolute Katastrophe zu handeln. Der macht, sag ich mal, die Limite im Orderbuch sind 5 Punkte auseinander. Ja. Und deswegen, wenn da mehr Eigenleben wieder reinkommt und die Banken den Eigenhandel endlich mal wieder betreiben dürfen, dann ist Musik in unserem Geschäft. Und deswegen bin ich da voll dafür. Ja. Wofür ich nicht bin, ist, dass hier eventuell wieder Auswüchse entstehen wie in alten Zeiten, dass man, sag ich mal, die Kundengelder missbraucht für Spekulationen. Also da bin ich dann doch eher der Konservativere, der sagt, lass doch den Eigenhandel zu, aber guck doch wenigstens, dass Sicherheitsmechanismen drin sind. Das wäre jetzt also meine Meinung, die nicht politisch ist, sondern rein auf mein Geschäft bezogen. Ich finde es gut, wenn man die Wirtschaft, sag ich mal, die Zügel locker lässt und sie nicht totreguliert. Ja, da bin ich absolut neoliberal und das aus tiefstem Herzen. Was die anderen Geschichten angeht, ob der Dow explodiert oder jetzt crasht, also mit allem Respekt jetzt, das interessiert doch niemanden. Also mich interessiert das nicht. Vor allem, er hat gesagt, ja, wie die letzte Zeit immer. Das ist für mich keine Aussage. Ich mache keine Zukunftsforschung. Derjenige soll es bitte richtig verstehen. Ich freue mich als Daytrader hauptsächlich über liquide Märkte. Das heißt, wenn die Eigenhandelserlaubnis der Banken wieder da ist, werden die Märkte liquider. Das bedeutet, wir haben bessere Schwankungen und das bedeutet auch, wir haben schönere Läufe. Deswegen freue ich mich drauf. Aber ob deswegen jetzt der Markt crasht oder steigt oder nicht, das kann nicht mein Thema sein. Ja? Deswegen kann ich die Frage auch so gar nicht beantworten. Für mich ist es unerheblich. Ja? Ob der Dow steigt oder fällt oder der DAX explodiert oder auf Null kippt, ist mir völlig egal. Ich suche die Bewegung und ich möchte mein Geschäft machen. Bin Spekulant. Mir ist es völlig wurscht, warum die Gründe, weshalb, warum. Ich möchte die Punkte holen, die ich brauche zum Leben. Und so denke ich halt, ja. Derjenige soll bitte nicht enttäuscht sein, aber ich glaube, es ist das typische Denken von jemandem, der auf dem 5-Minuten-Chart handelt und definitiv nicht irgendein Ereignis in dieser Welt, wenn er den Kursaufbau einmal verstanden hat, wenn er das Orderbuch einmal verstanden hat, ja, noch einmal irgendeine Nachricht irgendeiner Bewegung zuordnen wollte. Ja. Ganz kurz am Rande. Zurück zu dir, Jens. Was meinst du denn dazu, wenn ich dich fragen darf? Ja, ist erstmal eine Ankündigung. Schauen wir mal, was kommt. Es wird bestimmt nicht so ein wilder Westen geben, wie es mal vor 15, 20 Jahren war, aber schauen wir mal. Also viele, viele Ankündigungen, die es immer gibt und was dann umgesetzt wird, ist meistens nur noch 20, 30, 40% davon. Es bleibt spannend 2017. So, kommen wir zum Dow Jones. Oh ja. Ja, nee, spannend bleibt es wirklich, ja. Ja, Dow Jones, wir haben einen Aufwärtstrend. Ich glaube, jeder kann ihn sehen. Hier über die Feiertage hinweg und generell auch in einer weit gelaufenen Trendbewegung eine sehr ekelhafte Korrektur, allerdings mit einem interessanten, sag ich mal, interessante Ausbildung. Ja, also abgekippt ist der Markt nicht, sondern er wurde immer von unten nach oben gekauft. Kann ein Zeichen von Stabilität sein. Ich selber habe diese Phase komplett ausgelassen, habe auch gut daran getan, also Geld habe ich überhaupt nicht verloren im Dow. So, jetzt erfolgte der Ausbruch, ne, also oder besser gesagt die Trendfortsetzung, ja, richtig schöne Trendfortsetzung hier, ist im Wochenchart gerade. Und jetzt passiert eben genau das, wo wir es auch vorhin im DAX hatten, was wir auch im Dow angesprochen haben oder die Analyse, die ich jedes Wochenende schreibe für den Dow Jones. Hier kippt der Markt wieder nach unten, sogar mit Lücke. Ja. Man sieht ja auch, Lücken werden eben nicht immer geschlossen. Und wenn sie geschlossen werden, ist die Frage ja wann. Ne? Jetzt ist sie geschlossen. Also hier lag ebenfalls die Gefahr in der Luft, weit gelaufener Trend. Der Markt schießt nochmal über, holt alle ab, die dann reinkaufen und dann wird abgeladen und der Markt kippt. Das ist so das Szenario immer gewesen. Ja, also ich sagte, Vorsicht, wenn der Markt in diese Korrekturzone eintaucht, ja, er darf nicht darunter rutschen. Die unteren Tiefs sollen unberührt bleiben. Und dann beginnt diese Bewegung abzuschwächeln. Ja. Also im Moment wirklich eine ganz normale Korrektur war das hier. So, und jetzt kommt das Anziehen in Richtung des letzten Hochs und damit ist es eine Trendbewegung, die im Moment hier am Starten ist. Also eigentlich sehr, sehr schön jetzt hinterher natürlich betrachtet, dass man sagt, ja, guck mal,
ganz klasse gelaufen, Korrektur zurück in die Zone, von wegen und so, kippt ja gar nicht ab, oh, und jetzt geht die Rallye weiter. Gut, also ich sag mal so, das sieht klasse aus, vor allem auch, dass sich der Kurs über der 20.000 etablieren hat können, also es ist nicht rangelaufen, wieder abgerutscht. Darauf möchte ich hinweisen, falls sich dieser Anstieg nicht fortsetzt, also nochmal, wenn am Montag oder nächste Woche hier die Dümpelei losgeht, dass der zurückläuft, nee, dann ist es wirklich für mich ein Markt, wo ich sage, nicht mal auf dem 5-Minuten-Chart mit wiederum machen. Ja? Wenn der radikal abkippt, Vorsicht, wir hätten den ersten Abwärtstrend. Ich denke, dann sehen wir kurze Bewegung mal Richtung Süden oder auch längere Zeit. Hält sich die ganze Geschichte über der 20.000, auch mit Zwischenkorrekturen, die sich wieder aufbauen, geht dieser Aufwärtstrend aller Wahrscheinlichkeit nach weiter. Und ich betone ja immer wieder, ne, schaut mal hier, das ist ein Monatschart, wie lange dieser Aufwärtstrend schon geht. Ja, und das ist echt der Hammer. Aber er läuft. Also viele Trader, die in den letzten Jahren dazugekommen sind, in den letzten 2 oder 3 Jahren, werden ja Zeuge von diesen ganz alten markttechnischen Börsenweisheiten auch, dass der Trend sich eher fortsetzt, als dass er bricht oder abgelöst wird. Das Bedauerliche an dieser Geschichte ist, viele Trader gehen her und sagen, ja klar, Stop-Loss braucht man nicht. Schau doch mal, guck mal die Vergangenheit an. Ja, wenn einer Stop-Loss gehabt hätte, wäre der Mops. Ne? Der Markt kippt halt ab, aber der zieht immer wieder nach oben. Ähnlich wie anscheinend immer wieder der Dow irgendwie explodiert oder fällt, wenn doch irgendwelche Ereignisse sind. So beschreiben es die Medien, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Realität ist ein bisschen anders, vor allem wenn man auf dem 5-Minuten-Chart oder dergleichen unterwegs ist. Das ist das Negative. Mir fällt das auf. Einige Trader schreiben mich an und argumentieren so und sagen, aber schau doch mal hier, der Markt kommt immer wieder zurück. Und ich sage, ja, das ist schön. Aber ich weiß aber auch aus meiner Erfahrung, dass irgendwann der Markt auch nicht mehr zurückkommt. Ja. Wann das wird, keine Ahnung, ist mir auch egal. Ich sage es ja, wann es genau passiert, weiß ich nicht. Aber wenn es passiert, bin ich auch für diesen Fall gewappnet. Nur langfristige Anleger, und wir sind ja Spekulanten, sage ich mal im Daytrading, langfristige Anleger haben da eher einen Blick dafür, dass sie sagen, hoffentlich kippt der Markt nicht ab. Ja, Spekulanten auf den kleineren Zeiteinheiten, denen kann es relativ wurscht sein. Aber ich möchte einfach betonen, auch wenn ein Markt immer wieder die Korrekturen beendet und der Trend sich fortsetzt über Jahre hinweg. Es wird die Zeit kommen, wo in weit gelaufenen Bewegungen es einfach nicht mehr lukrativ ist zu traden. Und ich wundere mich, dass viele Leute extreme Schwierigkeiten haben mit diesen Gedankengängen. Ja. Lasst euch bitte nicht blenden durch die Bewegungen. Es ist immer wichtig, wie ihr als Trader euer Geschäft macht und nicht, was ihr verpasst habt oder von was ihr träumt. Ja. Vor allem, wenn die Zeiteinheiten kleiner sind. Da muss man ein bisschen anders denken. Und vielleicht kommen wir da auch bei den Investment and Business Days im März Vortrag für Admiral Markets auch ein bisschen auf das Thema zu sprechen. Jetzt mache ich Werbung, Jens, ohne es mit dir abgesprochen zu haben. Wir haben viel, viel zu sagen. Bald, ich glaube Mitte März, gibt es die Investment and Business Days. Ich nenne es immer auch gerne Online-Messe, aber da werden wir noch viel, viel mehr erzählen, wenn es dann kurz davor ist. Sie können da ganz, ganz viel Admiral Markets und auch viele andere Broker dann hören, wenn Sie möchten. Eine Frage eines Teilnehmers. Was hat Jochen für Linien gezeichnet? Kannst du die kurz erklären? Die türkise, die lila und die graue? Genau, also das ist eine klassische Tausenderlinie. Die türkise blauen oder wie man es auch immer nennt, das sind immer die Vortageshochs. Das stammt aus der Zeit, als ich in diesem Bereich handelte. Ich habe das gar nicht verändert. Und die Magenta-Teile sind immer die Vortagestiefs. Also wenn ich es jetzt hier richtig einzeichnen wollte, im Moment machen wir es doch auch, damit man es gleich sehen kann. Also ein Vortageshoch hier, ein Vortageshoch hier und ein Vortageshoch hier. So, dann haben wir eine Tageseröffnungslinie im Dow gehabt, hier unten. Also ein perfektes Setup-Lage, markttechnisch. Intakter Aufwärtstrend geht in die Korrektur, kippt nicht ab, könnte nochmal kommen. Manche sagen auch ein Keil. Ich sage halt eine Ansammlung von verschiedenen Hochbereichen, wo Bewegung reinkommt. Und es fragt mich auch jemand, was ich zum Brexit gemacht habe. Und da muss ich dazu sagen, was mache ich bei FOMC-Sitzungsprotokoll, was mache ich bei Non-Farm-Payrolls, was mache ich, wenn Deutschland untergeht und was mache ich, wenn Daimler pleite geht. Ich habe getradet zum Brexit. Zum Brexit direkt nicht, aber danach habe ich versucht, meine Punkte aus dem Markt zu holen, war teilweise long, war teilweise short. Also nochmal, wenn jemand neu zuschaut, er kann das nicht wissen, aber ich habe eine von der fundamentalen Begründung völlig abgelöste Handelslogik. Ja. Und sage deswegen nicht, dass andere Leute, die anders handeln, deswegen schlechter sind im Markt, aber ich habe einfach bemerkt, dass ich über die Berichterstattung, sage ich mal, nicht den Vorteil bekomme im Markt, den ich als Trader dringend brauche. Ja. Denn wenn die ganze Welt eine Nachricht nachkräht, dann hat die keine exklusive Werte mehr. Also, damit habe ich auch keinen Vorteil mehr. Also ganz kurz am Rande bemerkt, Gerüchteküche, politisch und blablabla, wohin sich der Markt zu bewegen hat. Es gibt da andere Sichtweisen, die für mich zumindest etwas besser treffen, als es berichtet wird. Aber ich bin jetzt ruhig und gebe zurück zu dir, Jens. Der nächste Wunsch, der Teilnehmer, ist der Bund CFD.
Ja, genau. Moment, den hatte ich vorhin noch gesehen. Wir haben immer noch den H7, denke ich. Ist ja der aktuelle, ne? Ja, ist er. Okay, ja, wie soll es anders sein? Im Bund selber auch ein Markt, wo ich gar nichts mache, obwohl ich den Bund sehr mag und auch regelmäßig anschaue, aber mir gefällt das ganze Bild nicht. Wir hatten es ja öfters angesprochen, Aufwärtstrend lange Zeit auch weit gelaufen. Vielleicht gar nicht schlecht, dass man das mal anguckt. Schaut mal, auch ein sehr, sehr weit gelaufener Trend. Bund macht sehr schöne Trendschwünge. Dafür ist er bekannt. Ist jetzt auch kein Markt, den man auf dem 5-Minuten-Chart unbedingt angeben muss, ja, sondern eher auf der Stunde ist es ein guter Markt. Und man sieht ja, auch der schönste Trend irgendwann geht zumindest mal in die Korrektur. Also auf einem ganz, ganz großen Bild. Und jetzt bitte für diejenigen, die etwas kundig sind, es ist herein zur Verortung. Ich glaube auch nicht, dass in dem Markt, der regelmäßig gerollt wird von den Futures, jetzt hier unten Stops legen, ja, oder hier unten. Das glaube ich jetzt nicht, aber es geht rein um die Verortung des Trendbildes. Okay, wir sehen einen Abwärtstrend hier drinnen, ist die Korrektur, von der wir gerade gesprochen haben. Hier kommt ein Aufwärtstrend rein. Ja, könnte man sagen, Trendwechsel, hurra, jetzt aber nichts, wie long. Schaut mal, ne? Und jetzt hast du hier einen Abwärtstrend. Nochmal, von der Ausbildung, Ausformung her, gibt es da verschiedene Sichtweisen, kann man auch aufdröseln, ob das jetzt eine richtige Ablöse ist oder nicht. Im Moment sehe ich halt hier einen Abwärtstrend, der ist in der Korrektur und könnte nochmal nach unten gehen. Was bei dem Markt tierisch ins Auge fällt, der unruhige, schwankende Verlauf. Also ihr seht es hier, ne? Nur Dojis. 3 Tage, nur Dojis. So, jetzt wieder hoch und immer wird er gedrückt und gedrückt und gedrückt. Und das ist genauso ein Markt. Also in der Regel, wenn du es nicht schaffst, von den Tiefs zu kommen, fliegst du ständig raus. Egal, wie du deinen Stop führst. Also unter Tage, sage ich jetzt einfach mal. Hast du überhaupt keine Chance. Deswegen, also nochmal, wer hier Short gehen will, ist der Mops. Und wer long gehen will, war auch längere Zeit der Mops. Ich mache hier nichts. Ich möchte hier eine gescheite Trendausbildung sehen. Ich erkenne hier nichts. Ich wüsste wirklich nicht, was ich sagen soll. Also long auf keinen Fall an der Stelle. Ich habe immer noch einen intakten Abwärtstrend gegen mich. Short, sieht auch nicht so richtig aus. Ja, man hat es ja versucht, wie man sehen kann. Soll aber nicht sein. Also das ist ein Minenfeld. Nochmal, ich mache da gar nichts. Ich möchte gescheite Ausbildung sehen. Entweder, dass der Abwärtstrend weitergeht. Okay. Kann man sich mal überlegen, oder dass sich hier ein richtig gutes Long-Signal ergibt, dann bin ich wieder dabei. Ja? Aber bis dahin mache ich hier gar nichts, weil Geld verlieren in Märkte, die ich nicht sauber empfinde, das ärgert mich. Ja? Normaler Verlust ärgert mich nicht, aber wenn ich in so einem Marktumfeld rummache, dann ärgert es mich. Und nochmal an der Stelle, es bezieht sich immer auf meinen Handelsstil. Ich weiß, es gibt Trader, die handeln da ganz toll oder sehen andere Signale. Und ich meine das auch gar nicht zynisch, ich meine es voller Respekt. Aber ich persönlich von meiner Analyse oder Vorgehensweise erkenne, dass der Markt im Moment zumindest in einer Phase ist, wo es nicht einfacher, sondern schwerer wird für mich. Auch hier kurz noch ein Blick auf die Stunde runter. Ja, wir sehen es, ne? Sehr schwankend. Was ja nichts Schlimmes ist, wenn der Markt schwankt, ist kein Problem. Trendhändler, die über die Tiefs eben da mitgehen, würden hier immer noch drin liegen, ja. So, man sieht, der Markt zieht auch an. Schöne Abfolge von Bewegung, Korrektur. Aber wir haben halt noch immer diesen Abwärtstrend hier drin und auch von oben kommt der. Also nochmal, das ist ein schwieriger Markt, sehr sägezahnmäßig und wie bereits erwähnt, wenn du jetzt in der Mitte irgendwie daherkommst, du verlierst ständig deine Gewinne. Ja? Also wenn, muss man wirklich versuchen, an den Tiefs so einen Markt anzugehen oder von den Hochs. Ja? Und dafür braucht man ein versiertes Auge und viel Routine und auch eine ruhige Hand. Ja? Und, aber nochmal, ich mache ja gar nichts, ich warte ab. Ich möchte einfach sehen, dass der Markt ein schöneres Signal ausbildet. Okay. Jens, ich gebe zu dir. Dann kommen wir bitte zum Öl. Brennt bitte. Okay. Diesmal brennt nicht WTI. So, und nochmal an alle, die dabei sind. Manchmal bin ich vielleicht ein bisschen zu energisch, weil ich mich in Rage rede. Ich meine das nie böse, ja. Ich habe selber die gleichen Fragen oft genug gehabt als Anfänger in meinem Trading. Ich habe auch nicht wahrhaben wollen, dass es Trader gibt, die nicht mal wissen, welche Aktie sie am Tagesende gehandelt haben. Und da gibt es einige. Ja. Deswegen der ganze Hype, wenn dann jeden Tag über einen bestimmten Markt oder jetzt zum Beispiel, wenn ich kurz erwähnen darf, wir gehen gleich aufs Brent. Also ständig ist der Herr Trump, wird jetzt dafür verantwortlich gemacht, dass der Kurs steigt oder fällt. Leute, das ist doch jetzt mal mit allem Respekt, das ist doch lächerlich. Ja. Ist der Herr Trump jetzt direkt an der Wall Street und drückt auf den Long- oder Short-Knopf oder was? Also wenn überhaupt, dann ist es doch nur, sage ich mal, dass Gründe genannt werden für Kursbewegungen, die, wenn man den Kursaufbau und das Orderbuch nochmal markttechnisch und auch generell, ja, also nicht nur markttechnisch, sondern generell das Orderbuch mal sich anschaut. Wenn man begreift, was die Börse macht, wo ist denn der Unterschied zwischen Kasse, Termin und Interbankenmarkt? Wenn man all diese Dinge mal aneinanderreiht, und das ist rudimentärstes Fachwissen, gibt es in meinem Seminar übrigens auch sehr ausführlich, dann wird man sehr schnell Abstand nehmen von solchen Nachrichten. Und die letzte Frage, die im Raum bleibt, und dann höre ich auch auf,
Nachrichten hin oder her. Wo ist der Vorteil für den privaten Trader, der über Nachrichtenauswertungen geht, die ganze Welt lesen kann? Ich betone es nochmal. Okay, Trend, Abwärtstrend, wir sehen ihn. Lang, weit gelaufen. So was hier hochkam, nur die Korrektur, will aber nicht mehr richtig runterrutschen, also der Abwärtstrend wird nicht fortgeführt, stattdessen untergeordnet Aufwärtstrend. Kann ein Alarmzeichen sein und eine hart umkämpfte Marke hier, auch da, wo die blaue Linie ist, bei 53 ist das. So, also Aufwärtstrend hier drinne wird leicht angeknackst und der Markt zieht rüber. Wir haben einen Trendwechsel hier drin, im Trend, auf der Woche. Wenn man sich so anschaut, Moment, ich gehe etwas näher ran. Was sehr schade ist, sage ich mal, vom Aufbau ist nicht überraschend, aber was sehr schade ist, die Zündung fehlt. Ich sage es ja immer wieder, also wenn ein Trendwechsel kommt, viele sagen ja auch Schulterkopf-Schulter oder inverse Schulterkopf-Schulter dazu, es sind ja deshalb so beliebte und stark beobachtete Formationen, sage ich jetzt einfach mal, weil tolle Bewegungsschübe in den Markt kommen. Die bleiben leider aus. Ja. Also auf der Woche, man sieht es in der Leistenphase. Manche würden auch sagen, es sind Innenstäbe. Dennoch, untergeordnet, wenn man es jetzt so sieht, ist es ein Aufwärtstrend. Wir haben höhere Hochs, höhere Tiefs. Ist auch von der Ausbildung gar nicht mal so schlecht. Und der Markt hat das Potenzial weiterzuziehen, auch wenn er vielleicht 14 Tage in die Seite geht und dann erst sich aufbaut. Wir wissen, der Faktor Zeit macht ja vieles kaputt im Trading, was wir vielleicht richtig analysieren, aber von der Umsetzung uns dann schwerfällt. Also für mich ist es ein Aufwärtstrend. Nicht der große Trendwechsel, der jetzt nur noch nach oben schießen kann, aber ich wäre eher long als short in diesem Markt zu finden. Und wenn wir näher rangehen, hier, Moment, ich gehe mal auf den Tag runter, sehen wir auch, ja, die umkämpften Gebiete. Seht ihr das? Schaut mal, Abverkauf, 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 Abverkauf. Also ist schon interessant, wie versucht der Markt über diese Schwelle zu kommen, aber nicht darf. Ja. Das Schöne ist, je länger es geht, desto stärker werden die Ausbrüche in der Regel. Ja. Und aber die Gefahr ist halt immer noch gegeben, sage ich mal, auch wenn hier ein Trend drin ist, ist ein intakter Aufwärtstrend. Ja. Wenn der halt das Rutschen anfängt und die ersten Tiefs abrasiert, wäre für mich bei der 54, 60. Sollte nicht passieren. Also wenn der mit Karacho in die Tiefe rutscht, ja, selbst wenn der sich wieder fängt und kommt, hätte man hier einen sehr, sehr undankbaren Handel, meines Erachtens, auch auf den kleineren Zeiteinheiten oftmals, weshalb ich den Markt eher beobachte, aber nicht richtig reinfinde. Ich hatte mir überlegt, ob ich nicht hier einen Long Trade machen soll, war das letzte Woche, habe echt nur überlegt, frei nach dem Motto, hey, hier setzt sich doch die Sache fort zum letzten Hoch. Ja, hätte ich den gemacht, ja, könnte ich jetzt sagen, hurra, ich habe einen Gewinn. Aber die Ausbildung gefällt mir nicht. Es ist sehr unruhig, seht ihr das, ne? Sehr, sehr unruhig. Wir werden nachher Märkte sehen, die gar nicht so unruhig sind, die auch viel besser zu handeln sind, ja. Nicht, dass er denkt, ich habe an jedem Markt rumzupinsen. Okay, ich gehe zu dir zurück, Jens. Wir haben ja im Volks- und CFD-Bereich kein Orderbuch, aber du erwähnst es ab und zu in anderen Zusammenhängen, deswegen mal eine Frage eines Teilnehmers. Ich verstehe nicht, warum es Jochen völlig egal ist, ob der Markt steigt oder fällt, explodiert oder kollabiert. Einzig allein wichtig ist es laut Jochen, das Orderbuch zu verstehen. Deshalb möchte ich gerne das Orderbuch verstehen, lernen. Kannst du etwas dazu noch einmal sagen? Ja, also wenn er das Orderbuch verstehen lernen möchte, kommt er auf mein Seminar oder er muss sich ein Webinar aussuchen, was ungefähr, ich denke mal, so 6 bis 7 Stunden geht, damit man das erklärt, was die Börse ist. Erstmal Gruß an den Peter, danke für die Frage. Und ich möchte auch nochmal, ich möchte nicht blöd klingen und da jetzt so tun, als ob ich hier der Allwissende wäre, überhaupt nicht. Aber kurze Gegenfrage, warum soll es mir denn wichtig sein, ob der Markt steigt oder fällt, explodiert oder kollabiert? Was für eine Wichtigkeit oder was soll da transportiert werden? Ich benutze die Märkte doch nicht, um sie zu interpretieren. Ich benutze die Märkte, um Geld zu verdienen. Geld verdiene ich nicht, indem ich die Richtung erahne, sondern indem ich an Bewegungsschüben teilhabe. Wie man ja in den Live-Trading-Webinaren sehen kann, dass ich bestimmte Setup-Lage habe und wenn die ins Laufen kommt oder richtig gut Geld verdient. Und dabei ist es mir wurscht, ob ich Long oder Short gehe. Ich gehe in manchen Märkten oder in den Zeiten, als ich noch aktiver war, als ich eher Scalp-Trading machte, da war ich mehrfach am Tag Long oder Short in einem Markt. Ja, wenn ich da jetzt jedes Mal drüber nachdenken soll, ob der explodiert, kollabiert, steigt oder fällt, ja Entschuldigung, dann bin ich kein Trader, dann sollte ich Analyst werden. Ja, oder ich weiß nicht, irgendwie Berichte schreiben, ja, was es die Zukunft bringt. Also deswegen, es kann ja gar nicht wichtig sein, wie ein Markt heißt, ob der steigt oder fällt. Das Einzige, was mich interessiert, ist seine Wertigkeit, die Konditionen, die mir zur Verfügung stehen und wie ich die Preisbewegung, hallo, hört ihr, es geht um den Preis, nicht um die Zukunft, es geht um den Preis. Und der Preis kommt woher? Aus dem Orderbuch. Also wenn ich das Orderbuch nicht kenne oder nicht weiß, wie ein Preis an der Börse zustande kommt, dann darf ich gerne, sage ich mal, im Träumerleland bleiben
wo dann einer vor der Tagesschau erzählt, warum halt was im Markt passiert ist, oder ich kümmere mich darum, in die Tiefe des Geschäftes einzusteigen. Ein Zahnarzt geht ja auch nicht her und sagt, ich habe super bohren gelernt. Nein, der weiß, wie ein Zahn aufgebaut ist, der weiß, wie der Nerv aufgebaut ist und der kennt sein Werkzeug. Und dem ist es egal, ob ein Zahn jetzt total kaputt ist, ob er den aufbaut oder ziehen muss. Er wird das tun, was notwendig ist. So meine ich es, ja, redet ein bisschen energisch, aber es macht die Leute auch wach und bringt sie vielleicht weg vom Mainstream. Ihr werdet im Trading, egal wie ihr tradet, über Mainstream nicht weiterkommen. Ja? So, mal wieder große Predigt von meiner Seite. Sorry, ich hoffe, es klingt nicht so aggressiv, aber viele Leute kommen ja deswegen, weil ich klar Kante rede. Und das möchte ich auch beibehalten. Jens, ich gebe an der Stelle zu dir. Ein anderer Teilnehmer schreibt dazu oder fragt dazu, das heißt, dass Nachrichten, also ein Bildschirm mit Nachrichten nebenher laufend, nicht wichtig sind, in keiner Weise. Meine Verständnisfrage an dich. Also für mich nicht. Also ich weiß, das glauben jetzt viele nicht, aber ich weiß zum Beispiel nicht, ich habe letzte Woche sehr gut getradet zum FOMC-Sitzungsprotokoll, also zur Zinsentscheid von der amerikanischen Zentralbank. Ich habe sehr gut getradet zu den Non-Farm-Payrolls, 14.30 Uhr am Freitag, und ich weiß bis jetzt nicht, was die Meldung war. Also ich habe keine Ahnung, ist der Zins verändert worden oder nicht, ich habe keine Ahnung, wie die Arbeitslosenzahlen sind. Mal ganz ehrlich, wie wollt ihr denn, und sogar wenn ihr auf dem Stundenchart unterwegs seid, wie wollt ihr denn jetzt A, im Vorfeld die Insider-Information bekommen, dass ihr wisst, in welche Richtung die Nachricht den Markt bewegen wird? Könnt ihr das als private Trader? Also ich kann es nicht. Also muss ich mit den Dingen arbeiten, die mir zur Verfügung stehen. Das ist der Chart. So, und damit laufe ich sehr, sehr gut. Ab und zu habe ich auch einen Verlusttrade. Aber nochmal, die Nachricht ist für mich, für den Jochen Schmidt, nicht wichtig. Für andere Leute mag sie wichtig sein. Ich kenne auch Trader, die gucken auf Nachrichten und die werten die Nachrichten auch aus. Super. Aber keiner von denen, nicht einer, würde den Chart dabei nicht anschauen. Das ist der große Unterschied zwischen Schwätzern und Professionellen. Wenn ich trade und spekuliere, nicht investiere bitte, wenn ich spekuliere, ist doch der Preis der Dreh- und Angelpunkt. Also kann ich Nachrichten anschauen, ich kann von mir aus eine Meinung machen, aber dann bitte schön auch abgleichen mit dem Preis. Wenn ich das nicht mache, bleibe ich im Niemandsland. Also nochmal, ja. Es ist wirklich so, ein Thema in meinem Buch, es ist ein Thema in meinem Seminar, es ist ein Thema jetzt am Sonntagabend und ich rede mich ja immer gerne in Rage, aber ich erkenne, dass 90% der Leute, die mich anschreiben auf Facebook oder mich auf Messen ansprechen, denen es nicht gut geht, die höllische Verluste haben, sie kommen alle aus einer Richtung. Und das ist, Verzeihung, öffentlich-rechtliches Fernsehen. Also entweder will ich Trader sein und arbeite mich in die Tiefe des Geschäftes ein, oder ich sage ich mal, ich mache das, was überall geschrieben wird, habe ab und zu gute Trades, ist auch in Ordnung. Wenn ich meine Verluste im Griff habe, kann ich genauso handeln. Aber dass die Nachricht an sich von ihrer Auswertung her unwichtig ist, das wird euch jeder professionelle Trader, der auf den kleinen Seven-Heiten unterwegs ist, durchaus auch bestätigen, dass das nichts Verwerfliches ist. Ganz kurz noch, ich habe Jahre gebraucht, um dieses Denken zu entwickeln, wie ich es heute habe. Manchmal kann ich gar nicht mehr verstehen, dass ein anderer nicht so denkt. Ja. Ich erinnere mich aber sehr, sehr gut an meine Zeiten, und bis ich irgendwann bemerkt habe, die Herren Analysten und Moderatoren, in der Zwischenzeit bin ich ja auch einer, die sind auch nicht schlauer als ich selber. Denn ich muss mit meinem Risiko umgehen, wenn ich die Trades mache. Und das ist das Wichtigste. Und wie ich vorgebe bei einer Nachricht oder sonst im Handel, ja, da hat jeder seinen eigenen Stil. Aber ich sage es nochmal, ich kann nicht 30 Seiten Nachrichten auswerten, wenn ich mich auf einen 1-Minuten-Chart entscheiden soll, gehe ich jetzt long oder short. Also muss es etwas anders gehen. Okay, Jens, ich glaube, ich überziehe den Rahmen gerade, ich gehe zu dir zurück, sorry. Trotzdem darf erwähnt werden, man darf sich auf marktbewegende News vorbereiten, aber vielleicht eher, um zu schauen, ob man dann im Markt drin bleibt oder nicht, oder dass die Bewegungen heftiger werden können, dass man das für seine offenen Trades mit berücksichtigt. Und 5 Trader, 10 Stile. Wir haben ja nicht ohne Grund auch Punkt 10 mit dem Untertitel 5 Trader, 5 verschiedene Stile. Also Jochen verfechtet seinen Stil und er läuft da bestimmt sehr gut dabei. Aber wenn Sie einen anderen Stil haben, Sie müssen schauen, was Ihr Stil ist und Ihr Stil, der Sie erfolgreich machen lässt, finden. Das war jetzt, glaube ich, grammatikalisch ein kleiner Fehler, aber Sie haben verstanden, was ich meinte. Das auch nochmal ganz kurz dazu. So, der nächste Wunschmarkt ist AUD/USD, bitte. Ja, man merkt auch, es kommen einige Meldungen rein. Und nochmal, Gruß an Peter, genau, Giovanni Ciccivelli ist genau das Beispiel dafür. Das ist ein Trader, der fundamental unheimlich stark ist. Ja? Also der wertet Nachrichten wirklich aus. So, ich kann jetzt nicht hergehen und sagen, Giovanni, du hast keine Ahnung.
Ne? Und Giovanni wird aber auch zu mir nicht sagen, Jochen, du hast keine Ahnung. Das ist das Schwierige für jemanden, der ganz neu in dem Geschäft ist, dass er, sag ich mal, sich ja gar nicht orientieren kann, was ist denn jetzt das Richtige, was ist das Falsche. Es ist immer das Schwierige, dass man selber rausfinden muss, was einem liegt. Und ich habe festgestellt, dass ich genauso mein Geschäft betreiben kann, ohne ständig Wirtschaftswissenschaftler sein zu müssen. Ja? Weil im Endeffekt, meine sehr verehrten Damen und Herren, und damit endet jetzt die Diskussion von meiner Seite her, es ist doch nicht der Einstieg über die Nachricht, es ist doch der Ausstieg, der über ihr Schicksal im Markt entscheidet. Also, wo liegt denn jetzt der Schwerpunkt? Auf dem Einstieg, indem man Nachrichten analysiert. Und Grüße an den Ilja auch. Ilja, jetzt beruhig dich mal wieder. Ich mache nicht ständig Werbung für mein Seminar. Ich möchte eh nicht hier Seminare hauptberuflich geben. Es findet zweimal im Jahr statt. Und die Leute, die dorthin kommen, werden selbstverständlich lernen, wie man mit den News umgeht. Natürlich. So, AUD, USD. Wir haben einen Markt, der wirklich explodiert. Und ein hervorragendes Beispiel dafür ist, wie zum Beispiel jetzt, wenn man Trendfolger ist, gefoppt werden kann. Ja, also hier ist wirklich ein sehr schöner Abwärtstrend zu sehen. So sieht er aus. Wirklich top. Und somit ist es ganz klar, habe ich so einen, Achtung, jungen Trend, junger Abwärtstrend, der jetzt in die Korrektur hochgeht, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß. Ich betone die Wahrscheinlichkeit. Nicht die Zukunft kennen. Es geht um Wahrscheinlichkeiten. Dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass wenn der Markt wieder an sein Durchbruchslevel kommt, er erstmal abverkauft wird. Schaut mal. Genau das wurde hier versucht. Und jetzt passiert das Unglaubliche für viele. Oh, du kriegst einen Trendwechsel rein. Deswegen brauchst du einen Stop-Loss. Da kannst du Nachrichten auswerten, so viel du willst an der Stelle hier. Hinterher kann man auch 1000 Gründe finden, warum der Markt angestiegen ist. Nur die Zeit ist mir zu schade. Ich akzeptiere ganz einfach, was der Markt macht. Dann muss ich nicht Wirtschaftswissenschaften studieren, sondern das machen, was man im Markt machen muss als Trader, nämlich im Risiko arbeiten. Also wir sehen, Abwärtstrend ist hier wirklich raus. Ja. Hochpunktüberschreitung und sogar neue Aufwärtstrendausbildung. Unglaublich. Ich habe in dem Markt keinen Stich gemacht, wirklich. Ich habe nichts zustande gebracht, obwohl das super gelaufen ist. Und da merkt man, wie ich mit meiner Handelslogik an meine Grenzen komme. Übrigens jeder, auch Giovanni, auch Heiko, wie sie alle heißen. Wir haben Zeiten, wo es nicht richtig funktioniert. Es ist einfach so. Und die zu erkennen, ist extrem wichtig, weil dann sparst du Geld. Aber wir stellen fest, der Abwärtstrend, der einzige, ist wirklich raus. Wir haben einen Aufwärtstrend, steht in seiner Bewegungszone. Ich sagte letzten Donnerstag, glaube ich, da war der Markt hier, sagte, ich würde hier nicht mehr unbedingt einsteigen wollen, auch wenn die Party ohne mich gelaufen ist, weil je weiter das Ding geht, desto stärker können die Korrekturen werden. Schau mal, das Ding kommt runter, ja, wie bestellt, läuft aber wirklich top im Trend an in die Nähe der Stelle und wird wieder nach oben gedrückt. Also die Bewegung ist noch intakt im AUD, USD. Kurzfristige Händler könnten durchaus versuchen, diese Vortageshochzone, das Überschießen zu handeln oder vielleicht sogar mit viel Glück, ja, in den oberen Hochbereich zu kommen. Achtung, die Bewegung ist schon deutlich. Also bitte nicht wundern, falls der nur kurz rüber geht und dann irgendwie dann doch beginnt, eine größere Korrektur einzuleiten. Das ist immer das Risiko. Wenn man jetzt zu beherzt an einer weit gelaufenen oben reinspringt und sagt, ich lege einen Stop hier drunter und sich aber den Stopabstand nicht leisten kann. Also wer so handelt, ist okay. Wer damit leben kann, wenn das Ding abkippt, also ausgestoppt wird, ist halb so schlimm. Ansonsten, ich würde eher versuchen, auf den kleineren Zeiteinheiten long mitzugehen, auch wenn wir jetzt nicht mehr die frischeste Geschichte haben. Und lasst mal sehen, wie der aufgebaut ist. Ja, sehr schön sogar. Das sieht sehr, sehr schön aus. Also wir haben eine Bewegung runter, Korrektur, lasst euch nicht foppen, ja. Ding kommt hoch und macht auch hier ein gutes Signal, was sich verschachteln könnt, um nochmal zumindest kurzfristig Bewegung zu bringen. Übrigens an der Stelle, wenn der Markt anders aussehen würde, würde ich auch short gehen. Es geht um die Bewegungszone, es geht nicht um die Interpretation. Ja. Also nochmal mehrere Hochs hier in der Nähe, die Vortageshochs. Wir haben, wenn man es genau nimmt, hier noch gar keinen Trend drinne, also einen sauberen Aufwärtstrend. Wenn der entsteht und nach oben durchzieht, ist man der König. Wenn er nicht entsteht und das Ding abkippt, ja, muss man eben schnell sein und gehen. Mehr kann ich zu dem Markt gerade echt nicht sagen. Short gehen will ich an der Stelle nicht. Ja. Also außer der rutscht echt ab, dann könnte man sich ja überlegen. Aber das sieht wirklich top aus. Wenn der sich hier aufbaut und die Tiefste unten in Ruhe lässt, dann könnte er wirklich nochmal Fahrt nach oben bekommen. Entweder hierhin oder in Richtung des ganz großen Hochs, wie vorhin schon gezeigt. Ja, wäre so meine Idee zum AUD USD. Dann bitte US-Dollar, japanische Yen. Jawohl. Fragt auch noch jemand, ob ich mich festlege auf die News. In der Regel nicht. Nein. Also
lege mich nicht fest. Ich sage nicht, so, heute gehe ich nur long oder short, weil die News kommen, sondern in dem Moment, es gehört auch viel Gespür dazu. Also das News Trading ist schon eine sehr riskante Angelegenheit. Ich sage es dazu, man muss versiert sein, man muss wissen, was man macht. Ich mache das Geschäft seit 12 Jahren, deswegen die meisten News Trades, die klappen recht gut, aber ich bin da extrem flexibel und ich steige auch, wenn es sein muss, in 3 Sekunden 6-mal einen aus. Ja. Da muss man wirklich schnell sein, aber genau das reizt mich ja an den News. Und nochmal die Nachrichten auswerten, tue ich nicht, andere schon. Und für alle verdienen Geld, ja, ist auch schön. US-Dollar, japanische, Aufwärtstrend, lange Zeit, geht in die Korrektur, wir sehen den Abwärtstrend. So, was sich hier aufbaut, klassische Korrekturphase, ja, die markttechnisch betrachtet an einer gigantischen Bewegungsstelle liegt. Ja. Wir hatten im letzten Webinar einen sehr schönen Trade gemacht im US-Dollar, japanische Yen, bei einem ähnlichen Signal auf dem 5-Minuten-Chart. Und natürlich ist hier die, nicht Hoffnung, aber die Chance liegt in der Luft, dass der Markt nach unten durchdrückt und somit hier den Abwärtstrend, den er schon ab und zu eingeleitet hat, auch wirklich fortsetzt. Das Problem ist, wir befinden uns aber in dem Level, wo die Kurse vorher schon mal waren und somit darf es einem nie verwundern, jetzt wo die Tiefs erreicht sind und auch immer wieder gekauft werden, ja, dass hier ein übles Spiel beginnt, wo du dich sehr, sehr schnell zersägen kannst als Trader, der ständig sagt, aber hier muss doch Bewegung reinkommen, guck mal einen Keil und überhaupt verschachtelte Trends und so. Also ich wäre vorsichtig. Shorts definitiv, würde ich definitiv anschauen, gucken, dass ich in die Short-Richtung komme, vor allem, wenn die Tiefs so unten angehandelt werden. Ich zeige es nochmal über die magentafarbene Linie, also dieser Bereich ist es. Wir haben einen intakten Abwärtstrend auf allen Ebenen, das kann man hier schon sehen. Und somit wäre es schon toll, wenn er die Tiefs erreicht wird, runterrutscht. Achtung, falls der Markt innerhalb eines Tages seine Bewegungsrichtung komplett ändert, ja, Vorsicht, hier steckt großes Potenzial drin, dass der alle rausschmeißt, die Short drinseln. Ja, ist so eine Konstellation, da passiert das gerne. Deswegen also vorsichtig bleiben, die Short-Richtung favorisieren und nur wenn du gute Signale hast. Wenn der Markt beginnt, radikal und schnell zu steigen, würde ich von der Short-Richtung Abstand nehmen und vielleicht sogar, je nachdem, wie es sich ausbildet, eher in die Long-Richtung handeln wollen. So, und das verstehe ich jetzt jemand, der ganz am Anfang vom Trading ist, was ich jetzt gerade gesagt habe. Ne? Ja, okay. Aber wir sehen, ne? Abwärtstrend ist hier drin. Es ist alles intakt auf der Stunde. Und diese Bewegung, nochmal, könnte durchaus die Tiefs angehen. Idealerweise passiert das schnell und die Tiefzone, hier das kleinere Tief bei der 1.1.2.30 ungefähr ist es, wenn das geknackt wird, dann könnte es eine Kettenreaktion geben, ganz klassisch, ja, und der Markt könnte nach unten kippen. Ich kann mir gut vorstellen, wenn er kippt, ja, dass er auch sehr stark zurückkommt. Also hier muss man dann auf der Lauer liegen, Achtung, Achtung, Spike-Gefahr. Wenn der Markt es nicht schafft, diese Tiefs anzugehen, sondern stattdessen vorher abdreht, Vorsicht, würde ich mich nicht verkämpfen wollen, dass ich ständig Short gehen will, würde ich nicht machen wollen. Ja. Also ich mache es echt davon abhängig, der muss rutschen. Ja. Dann kann man es wagen und hat vielleicht Glück und das Ding geht richtig durch. Aber wenn der anfängt zu schwächeln und hier anfängt aufzubauen, würde ich hier dazwischendrin nicht Short gehen wollen, würde ich nicht machen wollen. Eher wieder von oben, ganz rotzig. Aber dazwischendrin, da kann man gern Geld liegen lassen. Ja. Wäre so jetzt meine Sicht auf den US-Dollar japanisch hier. Und der nächste Wunsch mag der Teilnehmer USD-CAD, US-Dollar, kanadischer Dollar. Ja, gerne. Moment, den hatte ich doch noch. Sag bloß, den habe ich gelöscht. Oh, ich glaube es nicht. Okay, muss ihn laden. Dann kann ich noch eine Frage eines anderen zum USD-CAD mit auf den Weg geben. Wurde der Aufwärtstrend gebrochen? Meiner Meinung nach sieht es auch auf Stundenbasis nach einer guten Möglichkeit für Short aus. USD-CAD, schreibt ein Teilnehmer. Genau. Und wir haben da relativ gut gehandelt an den letzten Webinare. Und also vom großen Bild ausgehend ist es Interessante an dem Markt, wenn ich immer sage, schau doch mal Märkte an, die einen schönen Trend machen. Und es gibt Zeiten, da hast du eben keine schönen Trends. Dann ist die Frage, handle ich oder handle ich nicht als Trendfolger? Oder spezialisiere ich mich auf unsaubere Phasen? Es gibt ja alle möglichen Varianten. Aber hier, was wirklich super zu sehen ist, also ein Trendwechsel wie im Bilderbuch, die Mutter aller Aufwärtstrends. Ja. Schaut euch das an. Das sind Bewegungen. Da verdienst du richtig gut Geld. Da verdienst du das Geld, was du hier, sag ich mal, locker wieder verlieren kannst, ohne pleite zu gehen. Also ihr seht schon, die Ausbildung des Trends ist eine ganz andere hier, ja, als da drüben. Und somit ist immer die Gefahr gegeben, wenn du dann so richtig schöne Trendkanäle hast, dass die auch mal angehandelt werden und richtig gebrochen werden. So, was wir hier sehen auf der Woche, ist ein gebrochener Aufwärtstrend. Muss man hier mit der Lupe gucken, aber für mich das letzte wichtige Tief ist hier. Außerdem, wenn man es jetzt so bezeichnen möchte, ist auch hier ein Abwärtstrend drin. Gut, es ist für mich noch nicht der riesengroße Abwärtstrend, der jetzt nur noch auf Null fallen kann. Das ist es nicht.
Denn dafür ist mir der Markt viel zu undynamisch. Also an den Stellen, wo es abgehen müsste, kriegen gerade mal ein paar 5-Minuten- oder Stunden-Chart-Händler ihre Gewinne, der Rest steigt nicht short ein. Stattdessen macht der Markt auf der Stelle rum. Mir gefällt es nicht, dass der extrem ausladend ist an der Stelle. Der müsste Dynamik bekommen. Die kann auch kommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es wäre auch nicht falsch, wenn man jetzt versucht, aus der Short-Richtung den Markt anzugehen. Aber nochmal, es ist mir ein bisschen zu wenig los für das, dass doch jetzt kräftige Bewegungen nach unten kommen sollten. Natürlich, wenn man jetzt auf einem 5-Minuten-Chart unterwegs ist, kann man sagen, aber da hast du doch schöne Bewegungen, Jochen. Ich sage, ja, natürlich, aber schaut mal, schaut euch mal diese Krankheit hier an. Ja, das da. Wobei das echt eine schöne Korrektur ist. Also, dass man da nochmal short geht, ist eh klar. Ja. Aber was haben wir jetzt? Wir haben einen intakten Abwärtstrend drin. Ich denke, wir erkennen es. Wir haben verschiedene Punkte 2 auf dem Stundenchart direkt aneinander. Hochinteressant. Wenn hier der Markt beginnt zu fallen, wenn den ersten Trend ins Leben ruft, wäre es markttechnisch ein perfektes Signal. Also eine Bewegungsstelle voraus, die zumindest kurzfristig gute Schübe in den Markt bringen müsste. Deswegen Short ganz klar und auch die Stelle wäre nicht schlecht. Achtung, ich betone, falls der Markt die Richtung revidiert, und das ist nie ausgeschlossen, wir haben den Markt vorhin angeguckt, wie er sich verhält an einer großen Bruchkante. Bitte euch ähnlich wie im US-Japanischen nicht verkämpfen, nicht ständig reinschauen, macht das nicht, kommt wenn überhaupt von oben. Ja? Weil das Spiel kennen wir und dann kommt er nochmal aus der größeren Richtung und macht dann vielleicht die Bewegung. Auf dem Tageschart selber, gehen wir nochmal ganz kurz zurück, seht ihr das hier, ja? Also der Trend ist intakt, der Abwärtstrend, ganz klar. Auch die Korrekturhochs sind alle intakt. Wenn der Markt wirklich beginnt nach oben zu ziehen und das mit Kraft achtet auf die Hochs, wenn der überschießt, ja, dann gibt es hier ein Fest für alle, die die Richtung revidieren. Wäre nicht das erste Mal. Vor allem, wenn der Markt an so einer Stelle gar nicht will. Rutscht der Markt drunter und schließt auch drunter, dann geht es weiter, denke ich mal, also rein vom Trendaufbau ist die Wahrscheinlichkeit dann groß, dass wir weitere Short-Bewegungen sehen werden. Wäre so meine Meinung. Und an der Stelle abschließend, ich betone es immer wieder, meine Meinung hat keine Allgemeingültigkeit. Ich täusche mich auch oft, liegt völlig falsch. Ja. Und deswegen, ich betone, keine Vorhersage. Ihr müsst im Risiko arbeiten, ihr müsst mit eurem Handelsstil arbeiten und der ist immer individuell. Okay, zurück zu dir, Jens. Ja, unsere Stunde ist um. Vielen, vielen Dank. Das nächste Webinar, wenn Sie möchten, gibt es aber schon morgen um 8.30 Uhr. Guten Morgen DAX-Index, montags, mittwochs und freitags um 8.30 Uhr mit Heiko Berndt. Und wenn das zu früh ist, um Punkt 10 morgen, Punkt 10 Volks- und CFDs täglich und in den Abendstunden um 19 Uhr das dritte Webinar morgen. Die offene Trader-Sprechstunde, alle Ihre Fragen rund um Admiral Markets, den Metatrader, um Volks- und CFD-Trading und so weiter und so fort, darf da platziert werden. Ja, und ab und zu haben wir auch tolle Aktionen. Morgen geht's los. 5 Instrumente, 20% weniger. Für alle, die das Admiral Markets Konto haben. Also keine Registrierung, keine Neukundenaktion. Für alle, die traden in der Zeit vom 6. Februar bis 3. März direkt im MetaTrader 4 angezeigt. Die haben 20% verbessertes Spread vom typischen Spread. Wenn Sie mitmachen möchten, wir freuen uns. Morgen im Laufe des Tages geht es los für knapp einen Monat. Also Sie traden Admiral Markets richtig. Das sollte noch gesagt werden. Ich sage Tschüss, Bye Bye, Grüße aus Berlin, weil wie immer Leute nachfragen, ja, wir zeichnen Webinare auf, wenig später, also wahrscheinlich morgen im Laufe des Tages dann in unserem YouTube-Kanal. Wenn Sie auf der Webseite gehen, egal auf welcher Webseite Sie sind, einfach ganz nach unten gescrollt, dann haben Sie immer YouTube auf der rechten Seite hier verlinkt. Also der Kanal, den können Sie finden, wenn Sie auf admiralmarkets.de gehen. Das war's von mir. Grüße und Schlusswort natürlich vom Jochen. Jawohl, danke Jens, auch an Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, und auch an die Fragesteller herzlichen Dank. Ich schaue ja immer die Videos hinterher an und kann es kaum erwarten, bis sie hochgeladen sind. Aber manchmal habe ich das Gefühl, ich gosche die Fragesteller blöd an und das will ich auf keinen Fall. Ich bin auch meistens beruhigt, oft klingt es gar nicht so aggressiv, wie ich denke, dass es rüberkommt. Nein, ich meine es nie böse auch die Fragestellungen her mit den Fragen. Es ist sehr wichtig, dass Sie Fragen stellen können. Das Internet ist voll mit Trading-Informationen. In meiner Zeit war zu wenig da, in der Zwischenzeit ist so viel da, dass du überhaupt nicht mehr weißt, wo dir der Kopf steht, wenn du Anfänger wärst. Und deswegen ist es wichtig, dass man auch Fragen stellen kann. Auch außerhalb von Bezahl-Live-Trading-Rooms. Admiral bezahlt mich und deswegen, wir versuchen in der kurzen Zeit dann doch die eine oder andere Frage entsprechend zu beantworten, auch wenn es mal energisch ist. Aber manche Dinge brauchen einfach eine längere Herleitung. Da bitte ich Sie um Verständnis und das können Sie sich ja auch selber geben. Es gibt gute Bücher oder was weiß ich, wenn Sie Lust haben, kommen Sie auf mein Seminar. Aber Trading klappt nicht, mal auf die Schnelle. Es ist wirklich ein langwieriger Prozess, der aber am Ende einen riesengroßen Vorteil stehen hat.
dass sie ihr eigener Herr sind, egal ob sie viel oder wenig Geld haben. Ja. Man kann das Trading definitiv meistern, aber es bedarf viel Übung und ein gutes Verständnis auch des Fachwissens. In diesem Sinn wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Wir hören uns am Dienstag 15 Uhr bis 16 Uhr Live-Trading. Bin gespannt, ob es diesmal auch so gut läuft wie das letzte Mal, weil wir hatten sehr schöne Signale und die liefen auch bombig an. Machen Sie es gut, Jochen Schmidt. Ciao.